Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Gadgets und Technik Video hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Das freut mich wie immer sehr. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen auch sofort an. Schaut mal, was ich heute wieder Schönes besorgt habe. Wir haben diesmal von der Firma Paladone die Minecraft Pick Money Bank. Genau, und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sparschwein mit offizieller Minecraft-Lizenz. Jetzt mal kurz zeigen, so sieht's aus, im Karton noch eingepackt. Jetzt mal hinten schauen, so wird es gleich ausgepackt aussehen. Ich bin sehr gespannt, total niedlich. Ich bin ehrlich, ich habe Minecraft selber nie gespielt, allerdings von Telltale Games das Minecraft Adventure Game. Das war auf jeden Fall ziemlich cool, da gab es auch ein Schwein, das hieß Ruben. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr nice. Und ja, als ich diese Spardose hier gesehen habe, musste ich irgendwie direkt dran denken und habe mir das auf jeden Fall auch deswegen gekauft. Okay, wir haben hier Abmaße von 22,9 cm in der Länge, in der Breite 15,2 cm und in der Höhe 12,7 cm laut Herstellerangaben. Das Schwein selber ist aus Kunststoff. Bezahlt habe ich dafür 17,99 Euro und gekauft habe ich das Ganze bei Amazon. Okay, dann würde ich sagen, unser Unboxing startet jetzt. Gucken wir mal, wie wir es aufbekommen. Aha. Sehr schön. Ah, da ist es schon. Tada! Sehr nice. Also ich finde es total cool. Es sieht sehr, sehr niedlich aus, finde ich. Karton weg. So, schaut mal selber. Also wie gesagt, relativ stabiler Kunststoff ist das hier. Kein billiger Gummi oder Plastik. Hier unten, um die Münzen zu entnehmen, haben wir so ein Gummiding, um das halt die Münzen vom Ausfallen zu sichern. Wenn wir Geld entnehmen wollen, machen wir das einfach raus und holen hier die Kohle raus. Ja, richtig cooles Teil. Hier oben das Münzfach. Ne? Ich finde es total niedlich vom Aussehen her. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt wieder sagen, total der Kitsch. Aber ich finde es auf jeden Fall super. Die Minecraft-Fans unter euch werden das wahrscheinlich bestätigen, dass das ein richtig cooles Gadget ist. Also wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall als Spardose nutzen oder stell's bei mir auf jeden Fall in mein Regal, wo ich solche Sachen hier sammle. Total cool. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Ihr hört es schon. Ich kann das Ganze nur empfehlen. Preismäßig 18 Euro ist auf jeden Fall auch in Ordnung meiner Meinung nach und nicht zu teuer. Das Ganze ist meiner Meinung nach als Geschenk geeignet für Minecraft-Fans oder Sammler, Kinder oder halt als Mitbringsel. Wie gesagt, es ist nicht so teuer und sieht auf jeden Fall total klasse aus, finde ich. Und ja, ich finde es super und gebe dafür den Doppeldaumen nach oben, ganz klar. Okay, dann würde ich sagen, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Wie gefällt euch mein schönes Pick von der Money Bank oder Money Bank Pick oder wie auch immer? Ich finde es total klasse, wie gesagt. Daumen nach oben von mir, schreibt mir was in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer gilt, ich lese alles, ich antworte auf alles und freue mich in jeglicher Weise von euch zu hören. Da würde ich sagen, das Video endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Freue mich über jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem kleinen YouTube-Kanal begrüßen darf. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Atzenberger.